Guten Abend, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei einem Let's Sleep. Ich nenne es jetzt mal extra nicht Let's Sleep Together, weil das falsch klingt. mehr passiert auch diese Folge nicht mehr. Nö. Also ihr seht ja gerade, es ist gerade die Nacht reingebrochen und da haben wir uns heute ausnahmsweise mal entschieden, wir bleiben schlafen. Heute bleiben wir mal im Bett. Draußen ist es ungemütlich, es fällt Säure vom Himmel. Wir bleiben einfach hier und ja. Vielleicht erzählt ja irgendjemand eine gute Nachtgeschichte. Vielleicht jetzt Bitte. Nicht mal wir, sondern irgendjemand in den Kommentaren. Das wäre doch nett. Was kennt ihr denn so für gute Nachtgeschichten, hm? Ist ja gut, wir stehen ja schon auf. Los, fauler Hund. Nein. Aua, ey. Einfach das Bett weggenommen hier, ey. Ich, so. Oh, es ist kalt bei uns in der Bude. Ich baue mal die Mauer zu Ende. Ja, stimmt, es wird kälter. Hey, wieso kann ich das hier nicht hier hinsetzen? Hast du auch Cobblestone Bricks? Ja, hast du. Ach, ich muss es in den Hintergrund setzen. Genau. Und ich mache mir derweil mal eine Kupferrüstung. Ich mal ein bisschen Stein. Hui. So. Hä? Auf den letzten Meter geht's aus? Nee, reicht. Sehr schön. Das ist aber eine tiefe Decke, die du hier gezogen hast. Aber wir können ja vielleicht eine zweite Etage machen. Ich dachte sowieso, das ist nur so ein Keller. Was hast denn du bitte für eine Brille auf? So eine Schweizerbrille jetzt, oder was? Ja, das ist eine ein Kupferhelm. Und ich mach daraus jetzt aber auch gleich. Pass auf, jetzt kommt's. Zack. Nein, ich guck nicht hin. Na gut, dann halt nicht. Ja, okay, zeig her. Los. Müsste ich eigentlich... Habe ich noch nicht? Bom. Dann habe ich... Warte mal. Habe ich dann... Ja, warte. Hier, die kannst du haben. Ich habe mir nämlich intelligenterweise schon mal zwei gemacht. Ich habe die direkt auf der Nase sitzen. Die sitzt so perfekt, hör mal. Ja, sitzt einwandfrei. Wie fühlt dich an? Schau nicht hin, ich bin nackig. Warte, ich verdeck dich. So, geht schon wieder. Bin ich jetzt bei dir im Video, beziehungsweise bist du in deinem Video eigentlich auch verdeckt, wenn ich das hier so vorhalte? Ja. Also, nee, okay. Jetzt nicht. Hä? Eben war ich. Okay. Komisch. So. Das ist jetzt meine Ritterrüstung. Krass, wie hast du die so schnell gemacht, Alter? Guck mal, wie ich hier rumrenne. Ich renne rum wie, weiß ich nicht, als... Auf jeden Fall nicht als... Also, echt sehr ritterlich. Ja. Du rennst sowieso nicht ritterlich rum, weil ritterlich so eine Sache von Robotern ist. Ach so. So, und du hast, glaube ich, eine Pioniersrüstung oder sowas. Keine Ahnung. Hör mal, ist Fräulein hier. Pioniersrüstung. Ja, und wie... Wie mache ich stelle uns hier jetzt mal eine Hightech-Kiste hin und da packen wir dann mal die ganzen Erze und sowas rein. Okay, alles klar, super, hört sich gut an. Schön, sorgfältig, alles sortiert. Genau. Organisiert. Holiday Spirit habe ich. Was kann man denn damit Schönes machen? Damit kann man diese Weihnachtssachen machen, wenn man Lust darauf hat. Ups, so. Schön Rinde mit. Kupfer habe ich da noch. So, den Rest deiner Kupferrüstung kannst du dir halt mit den Barren hier machen. Also einen Kupferhelm hast du ja jetzt schon. Aber Kupferbrustplatte und sowas. Und das kannst du halt, wenn das Eisen reicht. Und es sollte reichen, denn wir haben noch 181 Erze hier. Dann kannst du dir auch gleich noch eine richtige Rüstung machen. Okay. Also, kräftige. Eine kräftige Rüstung. Eine richtig kräftige Rüstung, jawohl. die nach Schweiß riecht und nach Blut. Und lecker. Ein bisschen nach Hack. Alles... Für alle vier Dingsterbumster, für alle, sag mal schnell, Iron Ore, ne, dieses Eisenerz, daraus mache ich doch die Eisenbarren, oder? Ja. Soll ich die mal alle in den Ofen packen, oder ist das egal jetzt? Meinetwegen ja. Nee, dann lass ich's. Nö, doch, ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich schmeiß mal die alten Waffen, die ich im Inventar habe, weg. Denn aus denen kann man eh nichts mehr machen. Ja. Irgendwann kann man die wohl verkaufen, aber jetzt halt noch nicht. Und oh, ich habe noch Silberbahnen im Inventar. Ich schreibe immer da in den Textdings da Bumster. Ja, Kiste. So.
Dann stelle ich mal an mein Fußende eine Kleiderkiste. Pass mal auf. So. Und schmeiß da den, ja, dann schmeiß da den ganzen Krempel rein, den ich halt schon mal angezogen hatte. Wo ist denn der Rest jetzt? Da. Nee. Woodplanks. Boah, ich kann so viele Woodplanks machen. Woodplanks ist doch das, womit man auch diese ganzen Werkzeuge bastelt, oder? Mhm. Ich mich da jetzt. Okay. Ja, doch. Dein Bett hast du noch? Oh, ich hab dir noch gar nicht deine Steinhacke gegeben, glaube ich. Nö. Hier. Da. Da? Jetzt hast du sie schon. Ach cool, danke. Stein, was ist denn besser, Silber oder Stein, Pickaxe? Silber. Picke. Silber, ne? Ja. Aber die Steinhacke ist halt, es gibt nur eine Steinhacke, es gibt keine Silberhacke oder sowas und die ist halt zum Umpflügen eines Feldes gedacht. Was man einmal effektiv machen muss und danach nicht wieder. Ach so. Boah, es regnet schon wieder. Ja, das ist scheiße, ne? Weil jetzt kommen wir gar nicht so wirklich raus. Und einen Regenschirm haben wir, glaube ich, auch nicht. So einen Hardcore-Regenschirm. Pass auf, dann lege ich uns mal unterirdische Felder an. Boah, das ist gleich ein ganz anderer Spaß mit einer Goldspitzhacke. Aber hallo. Geil, ich will auch eine Goldspitzhacke haben. Moment, die mache ich mir gleich mal. Haben wir überhaupt noch genügend Ressourcen dafür? Nee, ne? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das sollte noch reichen. Hast du noch nicht alle verbraten? Nee, noch nicht ganz. Huch, da oben wollte ich gar nicht. Ist das eigentlich Sand? Ja, das ist Sand. Huch. Hallo, wie komme ich hier raus aus dem Save-Menü? Naja, ich, gar nicht, okay. Doch, einfach raus. Das geht. Hahaha. Wenn du Smileys da eingibst, dann lacht er auch wirklich. Also dann, echt? Dann. Ja, dann kommen die Emotes, die du mit den Pfeiltasten erzwingen kannst. Du siehst. Also. Ah, cool. Also ich will ja nicht hier irgendwie, ne, schlechtes Blut schüren, aber du siehst mit deiner Brille ganz schön deppert aus. Och, Menno. Ja, sag ich ja, ich sehe irgendwie ein bisschen verstrahlt aus, ne? Als wenn ich nicht wüsste, was Sache ist irgendwie. Ja. Irgendwie. Ja, du hast mir die Brille gegeben. Ja, dann mach sie doch mal zu einer zum richtigen Helm. Dazu musst du die Brille aber wieder ausziehen. Okay, Moment, also ich ziehe die Brille aus und dann, was brauche ich jetzt? Mal an. Dann brauchst du. Warte, war das Stahl? Ich glaube, du brauchst Stahl. Okay, Ach, ich wollte die Waffen wegschmeißen, ne? Hier, wir brauchen dieses Schwert hier zum Beispiel oder dieses Schwert hier. Oder dieses Schwert hier, braucht doch keiner. Also diesen Eisenbarren brauche ich, ja? Ja, genau. Okay. Oder dann gehe ich hin. Und dann... Nee, einschmelzen brauche ich Bienen. Und dann... Ach, hier. Savengers Helm. Avengers. Scavenger? Nee. Scavenger, okay, nicht Savenger. Alles klar. Geil, okay. Einmal. Cool. Komm, jetzt sehe ich aus ein bisschen wie so ein Rocker oder so, oh. Weißt du? Zum, oder ja, oder wie so ein Hühnchen so ein bisschen oben mit dem Dingen auf dem Kopf. Ja, stimmt. Also ein Hahn. Cowboy McChicken. Genau, das geht aber noch besser, oder? Was brauche ich dafür jetzt? Jetzt brauche ich das nächste. Die nächsten Rüstungen werden leider erst mit dem nächsten Tech-Level freigeschaltet. Was ist nochmal Tech-Level? Das schalten wir frei, indem wir jetzt ein Bossmonster besiegen oder sowas. Ach. Also so, ein richtiges, okay, Bossmonster, nicht so ein Zwischenbossmonster wie am Anfang der Folge. Nee, wie am Anfang der letzten Folge war das. Ja, genau. Ist schon so lange her. So lange. Ich möchte auch eine. Was war das nächste? Silberpicke und dann kommt Gold, ne? Gold, genau.
Goldpicke. Aber die kann ich anscheinend irgendwie nicht beim Crafting Table machen. Nee, beim Amboss. Bei der Amboss-Dings, da geht das irgendwie nicht. Der bietet mir das nicht an. Hast du denn noch genug Pixel? Ah, ich habe 35. Nee, das reicht nicht. Ach, okay. Okay. Na gut, dann nehme ich das Gold wieder da rein. Wie viel Gold brauche ich denn ungefähr für sowas? Ich glaube gar nicht so viel. Habe ich überhaupt keinen Dreck mehr? Nee, scheiße, ich habe überhaupt keinen Dreck mehr. Hast du noch Dreck? Das ist eine komische Frage. Ich guck mal, ich guck mal gerade unter meine Fingernägeln, warte mal. Und unter meine Fußnägeln. Dreck. Hey, du hast doch nach Dreck gefragt. Ja. Ja, aber irgendwie, Fingernägel 511. sind nicht so eklig wie Fußnägel, oder? Ja, weiß nicht. Je nachdem, wo man reingepackt hat. Keine Ahnung. Ja, das stimmt auch. Ja, hier. Oh. Super, danke. Ja, kannst du dir abbauen. Ich glaube, mit korruptem Dreck geht's nicht. Aber probieren wir mal eben. Achso, gibt's auch... Nee, ich habe nur noch Sand. Und anderen Dreck habe ich gar nicht. Wieso habe ich denn keinen anderen Dreck? Wie? Ich habe keinen Dreck. Ich will auch Dreck haben. Irgendwie stockt deine Verbindung gerade ziemlich. Meine? Ja. Ich hoffe, dass es gleich sich wieder bessert. Stock ich immer noch? Hm? Verdammt. Es geht auch mit korruptem Dreck. Ja, dann bauen wir auf einem guten Fleisch auf. Hast du jetzt echt Fleisch benutzt? Na, der korrupte Dreck ist ja von dieser Fleischlandschaft. Wie komme ich denn hier durch? Drück nach unten, also S, und dann Leertaste. Ach so, okay. Und wieso machst du auf das Fleisch Dreck? Also nur mal so als... Ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage, weil ich jetzt hier Dinge pflanzen kann. Also ich will dich ja nicht stören, ne? Also du machst jetzt hier Fleisch, eine Fleischtheke auf und dann machst du darauf Dreck und dann willst du hier Sachen drauf anpflanzen und dann soll ich den Scheiß nachher essen oder was? Du glaubst, du sollst Leben, Burger nicht? Draus machen, genau. Das ist ja lecker, geil. Das ist aber eine ekelhafte Sache, die du hier machst, ey. Ganz schön makaber, ey. Ja, man hat ja sonst nichts. Ich esse das nicht. Ich werde verhungern. Okay, viel Spaß. So. Wir haben eine Scheibe Fleisch da. Holiday Spirit braucht eigentlich auch keine. Was wäre denn mal das Beste, was ich hier so suchen kann oder suchen sollte? Dann gehe ich mal kurz auf die Pirsch. Ich glaube, du brauchst jetzt am allerdringendsten Pixel. Ja, das heißt Monster killen und Sachen finden, ja? Genau. Alles klar. Alter, hier ist die ganze Bude ist gerammelt voll. Hier ist richtig Party gerade. Der Partykeller. Partyalarm. Hallo. Da, schau her. Ich betätige mich mal weiter als Baumeister. Einmal die Tür setze ich einen zurück. Oder ich ersetze sie gleich durch so eine richtig coole Tür. Das heißt, du pflanzt jetzt Weizen an, ja? Ja, dann bin ich schon fertig. Okay. Ja, coole Sache. Ja, so. 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 Es wird tatsächlich ein Häuschen aus Dreck. Aber die Alternative wäre... Fleisch. Aus Fleisch, ja. Ja, besser das Haus aus Fleisch als... Oh! Alter Schwede! Ja? Warte! Oh! So, ich hab's geschafft. Besser das Haus aus Fleisch als die Frau aus Fleisch. Sag ich immer, weißt du? Naja, zumindest was Hack angeht, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Na, Scheibenkleister.
Wupp, 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 wupp. Boah, ist so viel endlos viel Stein. Das dauert mir zu lange, ey. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Coins, damit ich hier mir gleich irgendwas Besseres schmieden kann. Schmieden? Und ich habe das Gefühl, dass ich eventuell am besten, glaube ich, oben lang renne unter Viecher Plateau, weil hier unten ist irgendwie nicht so viel los. Oh, doch, da bin ich offen. Oh, da bin ich auf eine. In eine Schatzkammer hier gestoßen, ey. Eine Schatzkammer? Naja, so, ne? Ja, so ein paar Urnen sind hier, so ein paar Cyber-Urnen. So 5 Stück waren das oder so, aber da war jetzt auch nicht viel Geld drin. Immerhin. Hier ist überall Kohle. Was treibst du Schönes? Ich baue das Haus eine Etage höher. Ah. Und ich glaube, es Ach, cool. sieht gleich gar nicht so schlecht aus. Ich hätte gern ein Kinderzimmer. Habe ich ein Kinderzimmer haben? Mal sehen, ob das drin ist im Budget. Nein, Papa will einen Partykeller haben. Hm? Oder eine große Badewanne? Ja. Für eine Fleischparty. Fleischparty, mh, lecker Fleisch. So. Ja, so langsam habe ich es auch raus hier mit den, Moment, irgendwas stimmt hier doch nicht. Mit den Torches. Fische, Fische? Hab mich nur gerade geärgert. Hab mich verzählt. Also verguckt. Also verdingst. Verzählt. Oh, da ist noch eine Urne. Und die Folie ist gleich wieder um. War es jetzt schon? 2-3 Minuten haben wir noch. Oh, 2-3 Minuten, dann muss ich mich beeilen. Egal, was du tust, tu es schneller. Oh, hier so. Erschließen sich ja ganz neue Welten, ey. Mittendrin in der Höhle auf einmal riesig viel Platz und neue Wege und Pipapo. Oha. Sammeln. Ja. So. Wie gewohnt, die Mauern stehen schon mal. Wie gewohnt, die Mauern stehen schon mal. Was ja, soll das denn heißen? Weil immer noch die Wand dahinter fehlt. Achso. Ui, ui, ui. Ui. Nein, 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 nein. Oh, ich bin ein Idiot. Ich habe nicht aufgepasst. Meine Energie ist mager, rar. Ich muss überleben. Ich bin tot. Oh, oh. Ah, ärgerlich. Hey, schau mal, du bist hier gespawnt. Bin ich schon wieder da? Ja. Nein, ich bin noch in der Röhre also, gerade. Bei mir hier. Bist du schon wieder da. Ich könnte dich schon wieder einbauen. Ja, jetzt. Ach, cool. Ach, wie schön. Wie schön, wie viel Liebe du das machst da oben. Ne, und wie mir gleich der Dreck ausgeht. Wie dir gleich der Dreck ausgeht. Ah, ich hab gleich keinen Dreck mehr. Kannst mir noch was von den Zehen poolen hier. Bäh. Bäh. Stell dich nicht so an. Ja, und in der nächsten Folge schauen wir mal, was denn so mit Daves Verbindung ist. Also am besten vor der nächsten Folge. Echt? Lag ich gerade die ganze Zeit? Mhm, schon. Ach, so. Dreck. Ja, ja. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Seht ihr dann demnächst, wenn es wieder heißt, Häuser bauen und Dave beim Sterben zuhören. Fleischparade und
Eckige Zehen. Bäh. Ist klar. Macht's gut. Tschüss. Und bis dann. Ciao.